Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr habt Bock auf ein neues Video. Freunde, in diesem Video habe ich mal wieder die neuesten Informationen rund um GTA Online für euch, denn unter anderem hat Rockstar Games heute eine neue Eventwoche gestartet und Rockstar Games hat bereits jetzt bekannt gegeben, welchen neuen Content wir nächste Woche in GTA Online erhalten werden. Also mal wieder ein vollgepacktes Informationsvideo rund um GTA Online für euch, obwohl es aktuell ja eher ruhig zugeht, wenn es um GTA geht. Freunde, wenn euch das gefällt, dass ich euch heute unter anderem die neue Eventwoche vorstelle, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch auf dem neuesten Stand der Dinge in GTA Online sind. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, aber auch nichts mehr zu GTA 6. Und dann würde ich sagen, haben wir an dieser Stelle genug Werbung gemacht, lasst uns mit dem eigentlichen Video beginnen. Also, let's go! Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erst einmal mit der neuen Eventwoche. Diese hat heute gestartet und geht noch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch, dem 21. August 2024. In dieser Eventwoche bekommen wir wieder einige gute Geldboni, einige wenige gute Rabatte. Wir können 2 Fahrzeuge kostenlos bekommen. Wir erhalten die Chance, uns wieder 8 zeitlich limitierte Autos zu kaufen. Es gibt eine neue Wochenaufgabe und die Raube auf dem Schrottplatz wurden aktualisiert. Beginnen wir erst einmal mit den Geldboni, die es in dieser Eventwoche gibt. Und zwar bekommen wir hier zunächst einmal dreifaches Geld und dreifache RP auf die neuen Community Jobs. Bedeutet also, dass wir heute mal wieder neue Community Jobs in GTA Online bekommen haben. Diese findet ihr im Pausenmenü bei den Jobs und dann bei den Community Jobs. Außerdem sind diese Community Jobs auch markiert mit dreifachem Geld und dreifacher RP. Von daher findet ihr diese dann, denke ich mal, ganz schnell. Doppeltes Geld und doppelte RP gibt es dann auf alle Nachtclub-Warenmissionen und doppeltes Geld gibt es auf das tägliche Einkommen vom Nachtclub. Die Geldboni sind jetzt nicht besonders gut. In der letzten Woche waren sie deutlich besser, aber trotzdem gehen sie noch einigermaßen fit. Schauen wir uns nun aber mal die Rabatte an. Und zwar gibt es hier in dieser Eventwoche 30% Rabatt auf alle Nachtclubs inklusive Modifikationen und Upgrades und außerdem noch auf den Tracks und auf den Partybus. Also die Rabatte in dieser Eventwoche sind echt nicht gut, es sei denn, du hast noch keinen Nachtclub, aber ansonsten sind es wohl die schwächsten Rabatte in diesem Jahr. Dafür können wir uns nun aber auch wieder 2 kostenlose Fahrzeuge sichern. Zunächst einmal den D-Class Walton L35, denn dieser ist das neue Podiumsfahrzeug im Casino, welches ihr am Glücksrad gewinnen könnt. Der D-Class Walton L35 kostet normalerweise 1.670.000 GTA-Dollar auf southsanandreassupercars.com. Das zweite Auto, welches ihr kostenlos bekommen könnt, ist dann der Pegassi Tempesta, denn dieser ist das neue Preisfahrzeug im LSK. Und um den Pegassi Tempesta kostenlos zu bekommen, müsst ihr 3 Tage in Folge in die Top 3 eines LS Kamit Rennens kommen. Der Pegassi Tempesta kostet normalerweise 1.329.000 GTA-Dollar auf Legendary Motorsports. Auch in dieser Woche haben wir wieder die Chance, uns 8 zeitlich limitierte Fahrzeuge noch einmal zu kaufen, die ja letztes Jahr im Sommer ihre Kaufoption in GTA Online verloren haben. Und zwar könnt ihr euch jetzt nun im LSK Meet den Karim Kuruma, den Karim Prévion und den Vector kaufen. Und in Simeons Autohaus könnt ihr euch aktuell den Landstalker XL, den Grotti Stinger, den Kani Seminole Frontier, den Albani Alpha und die Western Wolfbane kaufen. Bedenkt aber, Freunde, auf all diese Fahrzeuge gibt es keinen Rabatt. Hier müsst ihr den normalen Preis bezahlen, wenn ihr eines dieser Fahrzeuge haben wollt. In dieser Woche können wir uns mal wieder ein spezielles Kleidungsstück freischalten, und zwar durch die neue Wochenaufgabe in GTA Online. Hier können wir uns das schwarze Los Santos T-Shirt, 100.000 GTA Dollar und 10.000 RP freischalten bzw. uns erspielen. Und dafür müssen wir in dieser Eventwoche 3 Nachtclub-Management-Missionen abschließen. Das sind die Missionen, wo ihr die Beliebtheit eures Nachtclubs steigern könnt, die ihr am PC in eurem Nachtclub-Büro starten könnt. Abschließend wurden noch die Raube auf dem Schrottplatz aktualisiert. Und zwar gibt es in dieser Eventwoche den McTony-Raub, also den Raub auf das U-Boot, wo wir den Willard Eudora stehlen müssen. Dann den Gangbanger-Raub, also den Raub auf die Polizeistation, wo wir den Neo stehlen müssen.
und den Frachtschiffraub, wo wir den Anis ZR-350 stehlen müssen. Den Neo, den wir beim Raub auf die Polizeistation stehlen müssen, diesen können wir uns hinterher günstig auf dem Schrottplatz kaufen, genauer gesagt für 20.000 GTA-Dollar bzw. für 10.000 GTA-Dollar, wenn wir eine Dokumentenfälscherei besitzen. Außerdem verfügt dieser Neo über ein besonderes Kennzeichen, welches wir so nicht in GTA Online bekommen können, und zwar das Las Venturas-Kennzeichen. Alles in allem ist diese Eventwoche jetzt nichts Besonderes. Dass wir uns in dieser Eventwoche den Neo mit einem seltenen Kennzeichen fast kostenlos kaufen können, rettet diese Eventwoche aber meiner Meinung nach noch so gerade eben. Kommen wir aber jetzt einmal zu einem anderen Thema, und zwar hat Rockstar Games nun bekannt gegeben, welchen neuen Content wir nächste Woche Donnerstag am 22. August 2024 in GTA Online bekommen werden. Und zwar wird dort dann der neue Spielmodus Assault on ATT-16 erscheinen. Dieser Gegnermodus wird für 2 bis 30 Spieler sein und er funktioniert genauso wie der Gegnermodus Assault on Cayo Perico. Nur dass dieser Gegnermodus nicht auf Cayo Perico spielt, sondern auf einem komplett neuen Flugzeugträger. Hierbei handelt es sich nicht um den bekannten Flugzeugträger aus den OG Heist Missionen, sondern wirklich um einen komplett neuen Flugzeugträger. Dieser wird dann direkt links an der Küste vor Fort Sankudo liegen, also bei der Militärbasis. Ab dem 22. August 2024 wird eine Rotation verschiedener Serien und Modi eingeführt, um das Matchmaking zu verbessern und Platz für neue GTA Online Modi zu schaffen. Als erstes wird der Spielmodus Assault on Cayo Perico aus GTA Online entfernt und durch den neuen Spielmodus Assault on ATT-16 ersetzt. Und diese beiden Modi wechseln sich dann immer wieder ab. Das wird Rockstar Games dann in den nächsten Wochen auch noch mit weiteren Gegner-Modi machen und dafür dann wieder intervallmäßig alte Gegner-Modi zurück ins Spiel bringen. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut, dass Rockstar Games das macht, oder seid ihr der Meinung, dass das Ganze eher unnötig ist? Schreibt mir eure Meinung mal unten in die Kommentare, denn eure Meinung interessiert mich in diesem Fall brennend. So, das soll es jetzt nun aber auch schon mit diesem Video hier gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat und du dieses Video hier informativ fandest, dann lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen, damit die auch alle Informationen aus diesem Video hier kennen. Und wenn du neu auf meinem Kanal sein solltest, dann lass mir auf jeden Fall ein Abo da, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, aber auch nichts mehr zu GTA 6. Und dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt an dieser Stelle mal so langsam verabschiede. Freunde, wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.